Vor einiger Zeit haben wir den Grundig Partyhit getestet und jetzt hat Grundig den Partyhit Max rausgebracht. Ich zeige euch, ob Grundig hier die kleinen Mängel vom Partyhit verbessert hat, wie er sich klanglich schlägt und was er sonst so kann. Fangen wir beim Äußeren an. Er ist mit ca. 28 x 28 x 35 cm recht groß und bietet ein modernes, schlichtes Design. Um die Lautsprecher herum und auch in der Trennung verstecken sich LEDs, die insgesamt 6 Modi bieten. Zudem ist er dank IPX4 vor Spritzwasser geschützt. Links und rechts befinden sich 2 massive Treiber, die für ordentlich Bass sorgen sollen, und vorne sind 2 etwas kleinere Treiber für die Höhen und Mitten. Zum Tragen befinden sich auf der Oberseite gleich 2 stabile, gummierte Tragegriffe. Und auf der Unterseite hat der Partyhit Max eine Vorrichtung für ein Stativ. Auf der Rückseite sind die Anschlüsse unter einer Gummiabdeckung versteckt. Oben gibt es die Möglichkeit, den Partyhit Max als Powerbank für sein Mobilgerät zu nutzen. Dazu gibt es einen Audio-In, einen Audio-Out und 2 Mikrofonanschlüsse, die separat geregelt werden können. Unten versteckt sich dann noch der AC-Eingang für Strom. Der Akku soll bis zu 12 Stunden durchhalten. Mit viel Rumprobieren und aktiver Beleuchtung komme ich auf ca. 8 bis 9 Stunden. Und damit lasst mich direkt zur Bedienung übergehen, denn hier befindet sich ein sehr schönes neues Feature. Man hat jetzt nämlich die Möglichkeit, Bass und Treble per Drehregler einzustellen und braucht keinen extra Equalizer mehr. Des Weiteren kann man per Drehregler die Lautstärke und das Echo einstellen. Wie schon erwähnt, lassen sich beide Mikrofone separat regeln, zudem kann man hier TWS oder PartyLink aktivieren. Das heißt, der Partyhit Max kann im PartyLink-Modus mit bis zu 80 weiteren Lautsprechern gekoppelt werden und im TWS-Modus mit bis zu 2 für perfekten Stereoklang. Die restlichen Knöpfe dienen für Ultrabass, welcher den Bass um einiges verbessert, Bluetooth, um seine Geräte zu koppeln, Beleuchtungsmodi, Play, Pause und der Powerknopf. Was man hier außerdem findet, ist eine Halterung für das Handy oder Tablet. Das Wichtigste ist aber natürlich der Klang und hier kann ich wirklich nicht meckern. Besonders Rock und elektronische Musik hören sich sehr gut an und allgemein ist die Klangqualität sehr ausgewogen. Wenn man den Ultra-Bass-Modus aktiviert, sind die Bässe sehr, sehr präsent, was ich richtig gut finde, und es geht dennoch keine Klangqualität oder Lautstärke verloren. Und der Partyhit Max kann richtig laut werden, ohne dabei zu überschreien. Hier mal ein Klangtest. Fazit: Für aktuell ca. 240 € liefert er ordentlichen Klang und kann auch von der Bedienung her überzeugen. Das Design auf der Vorderseite ist nicht ganz mein Geschmack, aber insgesamt bin ich wirklich zufrieden mit dem Grundig Partyhit Max. Und das war's von mir, haut rein!